glaube, der Anker in dieser traurigen Zeit für viele Briten ist ganz klar der neue König. Da hat man natürlich jetzt auch Erwartungen und Hoffnung natürlich auch, dass König Charles das Erbe würdig antritt von der Queen, die ja so sehr geliebt wurde von den Briten, die ich hier getroffen habe, die wirklich 24 Stunden lang Schlange standen, um am Abschied der Queen Abschied zu nehmen, am Sarg der Queen Abschied zu nehmen. Also den Menschen ist es ganz wichtig und ich habe den Eindruck, dass das auch schön ist in dieser traurigen Zeit für die Briten, an dieser Trauer so teilzunehmen. Man muss sich das mal vorstellen, es ist ja wirklich ein Trauermarathon, den die Royal Family hier hinlegt in aller Öffentlichkeit. Jeder kann das ja nachfühlen, wie es ist, wenn man einen geliebten Menschen verliert und der König Charles und die ganze Royal Family in aller Öffentlichkeit trauern. Das gibt den Briten natürlich aber auch sehr viel, dabei zu sein. Und was ich auch die letzten Tage immer wieder gehört habe, ist dieser tiefe Respekt, den man hat vor der Leistung der Queen und auch dieses stundenlange Warten bei Wind und Wetter. It's worth it, hat man mir immer wieder gesagt. Das ist es auf jeden Fall wert, die paar Stunden, die man da steht. Wobei paar ist gut, also bei vielen waren es ja 13, 14, 15 bis zu 24 Stunden. Das ist es wert für die vielen Stunden, die die Queen geleistet hat für das britische Volk. Also die Queen wird hier in London sehr, sehr doll vermisst werden. Gleichzeitig spüre ich neben dieser tiefen Trauer aber auch eine große Spannung in der Luft, bei diesem Jahrhundertereignis dabei zu sein. Und vielleicht noch ein paar Worte generell zu der Sicherheit hier. Das ist die größte Sicherheitsoperation für die britische Polizei, die es jemals gegeben hat in ihrer Geschichte. Also auch das habe ich in den letzten Tagen hier viel gemerkt. Also diese Vorbereitung, die vielen Polizisten. Es wurde mit Bombenspürhunden patrouilliert. Drohnen, Überwachungsdrohnen fliegen am Himmel. Also hier ist wirklich bis ins Letzte ist das alles geplant. Und das ist eigentlich keine Überraschung, denn auch wenn der Tod dann doch recht plötzlich kam von der Queen, hat man diesen Tag seit Jahren geplant. Also der Plan, der war in den Schubladen. Der britische Geheimdienst heute war im Austausch mit Geheimdiensten aus aller Welt, um die Sicherheit zu gewährleisten bei diesem Staatsbegräbnis, bei dieser Staatstrauer, die ja Regierungs- und Staatschefs, ausländische Royals aus aller Welt angezogen hat. Also die mächtigsten Frauen und Männer auf einem Fleck in der Westminster Abbey, wo sie getrauert haben, wo sie Abschied genommen haben. Bald wird es hier wieder zum Alltag natürlich wieder zurückgehen bei den Briten. Aber es wird eben ein neuer Alltag sein mit einem neuen Monarchen an der Spitze, der jetzt in die Fußstapfen seiner Mutter tritt. Und das haben wir in seinen Reden, in seinen Ansprachen die letzten Tage auch gehört. Er will dieses Erbe unbedingt fortsetzen. Er verspricht dem Volk, gleich genauso da zu sein und sich genauso selbstlos aufzuopfern, wie er das ja gewürdigt hat von seiner Mutter, der Queen.